Hallo, ich bin der David. Ich bin seit 2011 in der Firma Attendez. Habe da mit der Lehre begonnen. Bin mittlerweile in der Instandhaltung tätig und bin seit ca. 2,5 Jahren Vorarbeiter. Um 5.20 Uhr schaue ich dann ungefähr, dass ich in der Firma bin. Wenn jetzt die Vorschicht zum Beispiel ein Problem bei der Maschine kaputt, dann kommen die, wenn die nicht fertig waren, sondern dann kommen die zu uns und sagen, okay, hör zu, wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Fingertester das und das Problem gehabt, vielleicht wisst ihr noch weiter. Also die Störung kriegen wir so übermittelt, dass der Operator dort anruft, der kommt dann zu mir und sagt, okay, David, bitte kannst du mal kurz dort und dort hinschauen. Ich gehe dann hin, mache mir ein Bild von der Störung. Also du kontrollierst einfach den Bewegungsablauf, dann machst du ein Bild, okay, stoppt genau bei dem Punkt, macht er nicht das, was er normal immer machen muss, und dann schaust du genau dort weiter. Also ich bin im Bereich Foto-EDES zuständig. Das heißt, im Fotoreinraum ist Belichten, Laminieren, eine Abziehmaschine ist auch drinnen. Und dann noch für die EZA bin ich zuständig. Im EDES bin ich für die Fingertester zuständig. Da ist dann die fertige Leiterplatten da. Da sind dann einzelne Nadeln drinnen, die sind ganz fein. Und der fährt mit tausenden Testungen auf die Teile drauf und testet halt das Teil elektrisch durch. Man hat nie einen richtigen Dreck, weil einfach die Sauberkeit für die Teile sehr wichtig ist. Also im Reinraum so ist zum Beispiel der Laminator drinnen. Da wird das Teil einlaminiert, da kommt der Resist drauf. Nur es ist halt schwer, ich weiß nicht, wie der, was jetzt an Nettoring arbeitet, an Laminator oder an Resist. Oder, erklären Sie, gell? Das Betriebsgeheimnis ist sehr hoch bei uns. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine wichtigen Teile haben, dann muss man sich das wirklich für sich behalten und darf man nicht heimgehen und zu den Freunden sagen, ja, das und das produzieren wir gerade und das und das. Und das ist sehr wichtig, dass man es das für sich behaltet. Ja, prinzipiell ist das Arbeiten macht sehr viel Spaß. Und man muss sich halt da wirklich dahinter stehen und sich einbeißen, dass man gewisse Störungen auch versteht. Kollegen, Schicht zusammenhalt, der ist echt riesengroß. Das ist auch sehr wichtig, dass der sehr groß ist, weil wir sind halt doch ein Team und das war absolut ab dem ersten Zeitpunkt eins für mich. Das hat mir einfach gefallen. Die Leute sind super nett, das ist ein super Arbeitsklima. Also ich kann an jeden raten, der was in die Attendez kommen will, das ist jetzt auch nicht gelogen. Das ist jetzt unter uns. Also jeder, was die Firma kommen will, sollte sie unbedingt bewerben. Es ist einfach ein super Arbeitsklima, super nette Menschen. Du hast super tolle Aufstiegschancen und du kannst echt was machen aus dem Leben da erinnern.